Hallo Freunde und willkommen zurück zu The Last Tinker. Wir haben in der letzten Folge den blauen Geist gefunden und müssen jetzt seinen Tempel von der Bleiche befreien. Wer es verpasst hat, kann gerne nochmal einen Blick drauf werfen und bei der Gelegenheit ein Abo und einen Daumen da lassen, sofern noch nicht geschehen. Wäre sehr toll. Und jetzt machen wir mal hier weiter. Ach, jetzt kriege ich den Code. Danke, dass du diese Unholde besiegt hast, aber glaub nicht, ich hätte nicht gesehen, wie du auf meine Blumenbeete getreten bist. Egal, ich werde dir jetzt den Code sagen. Der Code lautet. Okay, da oben fängt's an. Viereck, Kreis, Dreieck, Kreis, Viereck. Viereck, Kreis, Dreieck, Kreis, Viereck. Es wäre einfacher gewesen, wenn er mir die Farben gesagt hätte. Ich wollte ja eigentlich erst noch gucken, ob ich. Ich werde wahrscheinlich den Rest der Pinsel woanders finden. Wir werden es erleben. Und sehe, Sekunde, ich muss mich mal anders hinsetzen hier. Jetzt sitze ich besser. So, sieh nur. Wenigstens sind einige meiner Blumenbeete sind bei diesem gleichen Trampeltieren entgangen, was? Doch Bomba ist traurig und weint sich die Seele aus dem Leib. Oh nein. Noch mehr Trampeltiere, das darf nicht wahr sein. Nicht noch einmal. Fabelhaft. Ein Hoch auf Bomba. Ein Hoch auf die Trauer. Wenn du Kreis bei ihm einsetzt, wird er. Oh, Sekunde, juckt gerade. Wird er. Das Wiedertun, du tust dir nicht mal damit weh. Okay. Das heißt, wir können quasi Bomber zu einem Mörsergeschoss machen. Komm mal her hier, Kleiner. Ach du schon, jetzt schleppt er hier die. Jetzt schleppt er die hier in meine Richtung, oder was? Verdammte Hacke. Nee, wisst ihr was? Wir machen das jetzt anders. Weil genau dafür haben wir zum Beispiel den Rage Mode. Da ist der zweite Pinsel. Mitkommen. Ich gucke mich mal kurz hier hinten um. Okay, er will, dass ich sowieso da lang gehe, aber ich gehe dann erstmal hier lang. Ach so. Hier hinten komme ich sowieso nicht durch. Da ist sie. Die Eva. Eva, was ist mit dir geschehen? Wir müssen einen vom Pilzvolk finden. Ich habe einen im chinesischen Garten gesehen. Er ist gleich da drüben. Beeilung. Oh, der Jammerlappen geht mir irgendwie so ein kleines bisschen auf den Nerv, muss ich zugeben. So, da. Das war, glaube ich, der chinesische Garten, ne? Da sind wir gerade hergekommen. Gucken wir mal, was wir hier hinten finden. Eine Tür, durch die wir nicht gehen können. Ganz toll.
Na, dann gehen wir jetzt in den chinesischen Garten. Boah, ich kriege irgendwie Hunger auf chinesisches Essen gerade. Aber ich glaube, es wird heute Abend mal wieder eine Pizza werden. Habe ich irgendwie Hunger drauf. Zusätzlich zu meinem Hunger auf chinesisches Essen. So, mit ihm muss ich jetzt dahin. Dann müssen wir das so machen. Damit wir ihn hier durchkriegen. Da oben ist ein Schalter. Ah ja. Ich musste den Schalter nämlich jetzt erstmal befreien. Dann müssen wir ihn hier rüberholen. Komm, put, 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 put. Und jetzt kommen wir auch darüber. Mitkommen. Eva, schnell. Färbe sie ein. Ich muss ihre wundervolle Stimme hören. Komm mal her hier, Dicker. Ja, wundervolle Stimme. Oh ja, Engel ist gleich. Oh nein, die Leiche muss ihre Stimme ruiniert haben. Wie furchtbar. Ihr bezaubernder Gesang ist verstummt. Was habe ich falsch gemacht? Warum konnte ich nicht für sie sorgen? Das ist doch nicht deine Schuld. Du bist nicht für die Handlung anderer verantwortlich. Wenn du eine andere Blume in deine Obhut hättest, würdest du sie sicher prima machen. Sie hat eine Schwester, die hier in der Nähe einer Hülle lebt. Ich hoffe, sie singt genauso gut, wie Eva es einst konnte. Perfekt. Komm einfach mit, dann bringen wir dich zu ihr. Na gut. Da draußen sind Monster, die uns angreifen. Der Admiral verlangt nach dir. Bitte beeile dich. Wo soll ich jetzt hin? Zum Admiral erstmal. Ich glaube, so richtig was kann ich hier drin auch nicht mehr machen. Ja, hetz mich nicht. Bin ja schon auf dem Weg, Mann. Ach, das ist da, wo ich vorhin nicht weiterkam. Hier diese Abkürzung nach draußen. Nee, da lang. Uns fehlt in dem Tempel trotzdem noch ein Pinsel. Aber was ich jetzt während des Let's Plays nicht hole, das hole ich mir später irgendwann. Hallo, der Admiral sucht nach euch. Er hat die Evakuierung des Bezirks angeordnet und braucht eure Hilfe. Aber seid vorsichtig, auf dem Weg wurde eine grausige Bestie gesichert. Oh Mann, wir haben dafür keine Zeit. Wir müssen in die Höhle und eine neue singende Blume für den blauen Geist finden. Ich glaube, er will die Einwohner von Blaubach evakuieren. Das ist der Kurort in der Nähe der Höhle. Geht und sprecht mit ihm, falls ihr an der Bestie vorbeikommt. Warte mal, habe ich hier eigentlich alles? Ja. Gut, dann kann ich mich jetzt getrost auf den Weg machen. Ah, Quatsch. Ich glaube, ich weiß. Ja. So, ich muss bei dem Vieh darauf achten, welche Farbe die Kristalle haben. Und eine von den drei Farben, die ich zur Verfügung habe, fehlt. Und nur mit der kann ich dann
dem Monster Schaden zufügen. Also eigentlich relativ simpel, dieses Friesenvieh. Wo muss ich überhaupt hin? Da muss ich lang. Okay. Geht das auch beim Admiral? Ja, mal sehen, was uns der Admiral zu sagen hat. Ah, da seid ihr ja, Jungs. Ich habe die Evakuierung des Bezirkes angeordnet und brauche noch einmal eure Hilfe. Tut uns leid, Admiral, aber wir sind auf der Suche nach einer blauen Blume, die Schwester meiner bezaubernden Eva. Möge sie eines Tages ihre Stimme und ihre Schönheit wieder erlangen. Oh, der Jammerlappen geht mir so auf die Nerven. Der blaue Geist, ihr habt ihn gefunden. Blauer Geist, du kannst selbstverständlich auf meine uneingeschränkte Hilfe zählen. Auf die Insel, die ich evakuieren möchte. Kannst du eine Blume finden? Wow, was für ein Zufall. In der Tat, ihr könnt in den Höhlen nach der Blume suchen, während ich die Bewohner zum Marktbezirk in Sicherheit bringe. Kommt an Bord, wenn ihr bereit seid aufzubrechen. Muss ich darauf, um zur Höhle zu kommen? I think I muss. Also doing wir das jetzt. Blaubach. Welcome. So, wir sind in Blaubach angekommen. Und gucken mal, wie viele es gibt. Es gibt hier 4 Pinsel, die wir finden können. Ich glaube, ich habe da hinten schon einen gesehen. Ja. Da ist schon der erste Pinsel. Wir laufen natürlich auch nochmal in diese Richtung. TNT. Es scheint, dieser Sprengstoff wurde für den Bergbau verwendet. Ja, und? Noch kann ich mit dem Sprengstoff nicht machen, aber das nichts machen, aber das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn ich hier meinen kleinen Buddy bekomme. Das wird aber erst funktionieren, wenn ich da schon mal mit einem eine Aktivierung gemacht habe. Das sieht hier alles so trist und leer und farblos aus. Niemand darf die Stadt betreten oder verlassen. Das ist ein direkter Befehl des Bürgermeisters. Sie dürfen hereinkommen, Herr Admiral, aber der Affe muss draußen bleiben. Dieser Junge ist meine rechte Hand. Er wird mich begleiten. Keine Widerrede. Oh, in dem Fall darf der Junge natürlich hereinkommen. Was soll überhaupt die ganze Aufregung? In der Stadt geschehen neuerdings seltsame Dinge. Irgendjemand versetzt den Ort in Angst und Schrecken. Ihr solltet mit dem Bürgermeister sprechen, um mehr zu erfahren. Ja, okay, dann quatschen wir mit dem Principal halt, mit dem Bürgermeister. Eda, anhalten, wer seid ihr? Ich habe allen Bürgern verboten, Blaubach zu betreten oder verlassen, besonders Touristen. Ich bin der ehrenwerte Admiral Blaubart. Und dies sind meine Freunde, Korup und Tapp. Wir haben gehört, es gibt hier in der Stadt Schwierigkeiten. Irgendjemand terrorisiert unsere Stadt. Der Täter verlangt, dass wir die Höhlen schließen. Doch ohne die Höhlen ist diese Stadt ein Nichts. Ich bin ein Nichts. Die Höhlen sind also geschossen. Aber wir müssen da rein, bevor Blau zu einer jämmerlichen Pfütze Elend zusammenschmilzt. Wir werden wohl herausfinden müssen, wer hinter dieser Sache steckt. Ich verdächtige den Torhüter. Er ist verschwunden, kurz nachdem dieser Ärger begonnen hat. Interessant, Korup, sprecht ihr mit dem
mit den Einwohnern versucht, etwas herauszufinden. Ich werde noch ein wenig mit dem Bürgermeister sprechen. Trefft mich am Rathaus, wenn ihr fertig seid. Oui, mon Admiral. So, dann schauen wir uns ein bisschen um. Gesocks. Ich würde ja mal vermuten, das Vieh macht die Gegner einfach widerstandsfähiger. Ist jetzt zumal mein Verdacht. So. Schauen wir mal weiter. So. Da liegt einer auf Tent. Die kriegt man ja mit Sprengstoff wach, wenn ich das richtig verstanden habe. Mal um hier. Hier gibt es sonst nichts. Da hinten ist ein Safe-Port. Warte mal, ist das hier nicht der Start gewesen? Nee. Ich finde die Stadt ein wenig verwirrend, muss ich zugeben. Der Typ sieht ein bisschen aus wie der Alte von Monopoly. Tut mir leid, Freunde, ich kann euch im Augenblick nicht durchlassen. Ja, dann halt nicht. Machst du halt später. Hallo Jungs, ich bin Phyllis. Ihr scheint neu hier zu sein. Ich kann euch herumführen, wenn ihr möchtet. Besonders dich, mein süßer kleiner Affe. Wir sind hier, um das Verschwinden des Torhüters zu untersuchen. Was? Oh, es ist so furchtbar. Er ist mein Mann. Wisst ihr? Ich hoffe, ihm ist nichts zugestoßen. Bitte findet heraus, wer dafür verantwortlich ist. Ich wette, es ist der Bürgermeister. Er mochte mich schon immer. Vielleicht wollte er meinen Mann aus dem Weg räumen, um mir einen Antrag zu machen. Sprich mit allen Verdächtigen. Ah, hier haben wir ja unseren... Ja. Okay, das ist diese Höhlenkacke. So, jetzt können wir aber ihn hier nehmen und uns den ein oder anderen Weg frei flennen. Ist hier irgendwo ein Weg, den wir frei flennen können? Warte mal. So, wir haben jetzt wenigstens das Teil hier aktiviert. Und können mal hier was ausprobieren. Okay, das bringt mir nichts. Und dann rennen wir halt mit ihm so ein kleines bisschen hier durch die Gegend. Gut, da hinten war der eine Pinsel. Wir können ja mal was ausprobieren hier. Jede Menge. Gucken, was uns das bringt. An dieser Stelle nicht sehr viel. So, wir haben jetzt auf jeden Fall hier oben das Teil auch aktiviert bekommen. So, hier oben darf ich noch nicht rein.
Kurz mal ein bisschen umgucken. Ach, hier ist noch ein Verdächtiger. Ah, und ein Pinsel. Sehr schön. Ah, ihr seid also die Detektive, die der Bürgermeister holen wollte. Und natürlich verhört ihr als erstes den Gärtner. Was? Alles nur Vorurteile. Es wurde ein Verbrechen begangen. Bestimmt war es der Gärtner. Ich sage euch eins, Jungs. Ich habe nichts damit zu tun, aber Phyllis, die Frau des Torhüters, sie ist eine berechnete und gefährliche Frau. Ich würde ihr meinen Lebtag nicht trauen. Okay. War es der Gärtner oder die Frau des Opfers? Das ist natürlich auch total alles Klischee gefüttert hier. Okay. Hier ist nichts. Gut, dann laufe ich jetzt einfach weiter. Es gibt ja hier genug Gelegenheiten, um ihn wieder zu reaktivieren. Guten Tag, ich bin hier der Hutmacher. Sucht ihr vielleicht einen schicken neuen Hut, Jungs? Nun, da die Höhle geschlossen sind, braucht jeder einen Hut. Die Sonne verbrennt heiß vom Himmel. Was? Sonne? Ich sehe hier nur Regen. Und die Nächte sind kalt. Nein, danke, wir sind hier, um zu ermitteln, was in dieser Stadt vor sich geht. Oh, auch gut. In dem Fall solltet ihr euch den Gärtner vornehmen. Er war schon immer ein wenig seltsam. Wenn ihr mich fragt, seht euch nur seinen schäbigen Hut an. Wer trägt denn so etwas? Und ich weiß, dass er es hasst, sich um die singende Pflanze in der Höhle zu kümmern. Ich bin sicher, er wäre froh, wenn die Höhle geschlossen würde. Aha. Erstatte dem Admiral Bericht. Ich würde ja zu gerne erst noch ein bisschen rumgucken hier. Aber wir statten jetzt mal dem Admiral Bericht. Aber ich würde vorschlagen, dass wir das in der nächsten Folge machen, denn wir sind schon mit der Zeit drüber. Wir wollten das gar nicht, oder? Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Reinschauen, viel Spaß beim Kommentieren, Teilen, Liken, vergesst das Abonnieren nicht. Gilt natürlich auch für diesen und auch den Vlog-Kanal. Bis zum nächsten Mal, ich verabschiede mich.